Die erste Sache, an die ich mich erinnern kann, ist, wie ich von meiner Mutter an Silvester eine Wunderkerze bekommen habe. Der Himmel war voll mit Raketen und Feuerwerkskörpern, die explodiert sind und sprühten, und es war laut. Aber ich hatte keine Angst, sondern habe meine Wunderkerze in den dunklen Himmel gehalten und wie wahnsinnig geschüttelt. Ich habe sie so doll geschüttelt, so wahnsinnig doll, wie ich irgendwie konnte. Oder noch doller, bis ich nicht mehr konnte. Und immer weiter, besinnungslos und immer doller. Und ich war klein. Und die Wunderkerze auch. Aber ich war beim Größten und Unglaublichsten dabei, was ich je gesehen hatte. Das Tollste und Größte, was es gab, und ich war dabei. Ohne dass ich es wusste, dass ich irgendwas wusste. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben nie wieder etwas so gemacht. So doll und kompromisslos und total. Ich glaube, ich habe auch nie wieder in meinem Leben irgendwas erlebt, was so groß war und so gigantisch. Wie spät ist es eigentlich?